Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute Pokémon Karmesin, aka Pokémon Scarlet, in der Nuzlocke Challenge. Ja, in der Nuzlocke Challenge. Wir werden das Spiel Pokémon Purpur, aka Violet, im Together mit Apfel spielen zusammen. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt am gleichen Tag sehen. Also wir werden beide Editionen gleichzeitig spielen, also ich zu meinerseits werde zu Karmesin eine Nuzlocke-Challenge machen und ein Together mit Apfel, weil man kann ja jetzt online die Welt bereisen in Pokémon. So, fangen wir direkt an mit Deutsch. Und weil ich in Pokémon Violet wahrscheinlich den Jungen, also höchstwahrscheinlich, nicht nur höchstwahrscheinlich, es ist so, den Jungen nehmen werde, nehme ich in der Nuzlocke Challenge das Mädchen. Ich habe auch schon gesehen, dass man den sich frei erstellen kann. So, Frisur ändern. Das können wir alles hier machen. Ich gucke erstmal die Frisuren durch. Kurzer Bob. Lang und gerade. Ich finde, so schlecht sehen die Charakter auch gar nicht aus, also die weiblichen. Das sah in den ersten Trailern erst ziemlich schlimm aus. Langer Bob sieht ganz gut aus. Zopf, nee, ist nicht so meins. Nee. Nein. Nee. Gibt aber viele Sachen hier. Ah, oh, das sieht ganz nett aus. Redlocks, nee. Zerzaust. Okay, das war's schon. Was hatte ich denn? Ich fand das ja eigentlich ganz schick. Golden, so mäßig blond. Oder braun. Gibt's hier sogar so. Okay. Mach einfach den Rezo. Purpur. Karmesin. Oh nee. Sieht zwar ganz interessant aus, aber nee. Das sieht auch ganz okay aus. Ist Dunkelkobalt anscheinend. Das Goldene sieht mir zu doll nach Gelb aus. Das Platinblond finde ich ganz gut. Bestätigen. So, und dann können wir noch das Gesicht ändern. Nein, das habe ich mich verfettfingert. Einmal kurz das Gesicht wollen wir noch ändern. Dann starten wir direkt rein. Augen, was gibt es denn so? Die sehen gut aus. Zwei, fünf. Warte, ich fand 5 ganz gut. 2. Bleiben wir bei denen. Grüne Augen sind perfekt. Oh Gott, das ist gar nichts für mich. Was gibt es denn da so? Ich bleibe einfach bei denen, die sehen ganz gut aus. Das ist Wimpernfarbe. Gott. Ich glaube, das lasse ich bei schwarz. Augenbrauen. Das ist mal so. Lassen wir auch schwarz. Lippen. Okay, das verändert halt einfach nur mäßig die Größe. Lippenstift. Oh, Mashallah. Ja, das ist sehr interessant hier. Das Rote sieht ganz gut aus. Schönheitsfleck. Oh. Passt dort direkt so mäßig. Sommersprossen.
Ja. Wollen wir jetzt auch nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Den Charakter finde ich eigentlich ganz gut. Los geht's. Oh, das sieht auch ganz nett hier aus. Registrierung abgeschlossen. Rangier Akademie, die Tradition Fundament wächst stärker bis ans Firmament. Was? Firmament, keine Ahnung. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Direktor Clavel, Leitung der Orangen Akademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaft. Und nicht nur das, ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Oder ist das direkt so ein neues Pokémon? Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Orangen Akademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Ist das ein neues Tauros? Okay, oder ist es einfach nur so da schwarz dargestellt? Nee. Ist das irgendwie eine neue Farbe von Tauros? Also davon habe ich noch nichts mitbekommen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde. Ich kann so schnell nicht lesen, Digga. Wir alle freuen uns darauf, dich bald in der Orangen Akademie begrüßen zu dürfen. Ja, danke. Oh. So eine kleine Cutscene. Okay. Oh, Vögel, die sehen aus wie neue Pokémon. Vielleicht das neue Anfangsvogel-Pokémon. Okay, was hat er vor? Ein Leuchtturm, okay. Sturzflug und bam. Voll ins Wasser. Lost. Aber den hat man auch schon mal gesehen, diesen Vogel. Irgendwie so mäßig auf der Map. Das ist jetzt, glaube ich, unser Haus. Ja, höchstwahrscheinlich. So. Okay. Wir hier so ein bisschen. Der Laufstil sieht etwas. Ja, der sieht eigentlich besser aus als in den letzten Editionen, aber anscheinend haben wir noch nicht die Turbo-Treter oder sowas. Okay. Sind Klamotten noch? Hier hängen dein Hut und dein Beutel. Dafür ist aber noch nicht die rechte Zeit. Okay. Ein Switch. Eine neue Nintendo Switch-Konsole mit größerem Bildschirm. Oh, mashallah. Was? Dein Schrank ist mit Pokémon-Stickern dekoriert. Ja, das sehen wir hier. Das ist eine Karte von Paldea. Dein Haus li liegt im Süden. Okay. Fernseher, was kommt denn gerade so? Oh, lul. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Paldea, deine Stätte. In dieser Folge reden wir über Mesalona City, die Stadt, in der das akademische Herz der Region schlägt.
Huch, Zeit aufzubrechen. Okay. Ist die erste Edition, wo man den Fernseher anspricht, dass der auch angeht? Ich würde jetzt mal ja sagen, glaube ich. Ah. Gehen wir mal die Treppe runter. Gott. Das buggt ja richtig noch rum. Oh Gott, ne. Game Freak. Man buggt ja richtig in den Stufen drin. Oh, naja. Das soll man schon erwarten. Oh. Raff. Okay. Speichervorgang wird auch automatisch gemacht. Die Kleidung, diese Hose, finde ich aber immer noch irgendwie ein bisschen komisch. Raffel. Das ist die Mutter. Also denke ich mal, es ist wahrscheinlich. Guten Morgen. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Ding dong. Oh. Na, da klingelt doch noch perfektes. Das klingelt doch nach perfektem Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Mal schauen. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann also Jordan sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Orangen Akademie. Na, sowas. Es ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulässigkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die ihre Tochter Akason für die Einschreibung benötigt. Okay. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten? Wo sie doch den ganzen weiten Weg auf sich genommen haben? Nein, nein. Machen Sie sich bitte keine Umstände. John, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Achso, das hat die Mutter gesagt. Ja, ich habe noch was mit dem Direktor zu besprechen. Reite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss dein Beutel und deinen Hut nicht. Okay. Was? Kein Spanisch? Senor, Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen? Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Okay, jetzt sollen wir uns den Hut da holen. Die Wände sehen ja abartig aus. Sind das so auch Steckdosen oder was soll das da sein? Das weiß ich ja. Was laberst du? Dein Zimmer ist oben. Bitte schenk mir keine Beachtung und bereite dich in Ruhe vor. Auf, bereite dich in deinem Zimmer, bla bla bla, ja. Ja, warum kann ich einfach noch nicht richtig laufen? Brauch die Turbo-Treter. Also, wahrscheinlich gibt es die Turbo-Treter hier gar nicht. Aber anscheinend kann ich noch nicht hier schnell laufen. Das schimmert sogar. Als wäre das ein Shiny. Shiny Rucksack und Shiny Hut. Oh, sieht doch nice aus. Außer die Hose, die sieht komisch aus. Der Beutel? Ah. Okay, das ist interessant. Abenteuerfibel. Einstellungen. Texttempo 3.
Attacken später erlernen. Aus. Spitznamenfrage. Ich verteile nicht so gerne Spitznamen. Ich mache das auch in der Nuzlocke so, dass ich auch keine verteilen werde. Ich hasse Spitznamen. Automatisches Speichern lasse ich mal an. Spitznamen anzeigen. Videosequenzen überspringen. Ich kann sogar die Musik einstellen. Okay, das konnte man auch, aber nur, wenn man sich dieses Item da geholt hat. Rationsfunktion aus. Rettungsfunktion. Was ist denn die Rettungsfunktion? Ja. Lassen wir einfach mal drin, keine Ahnung. Und hier können wir noch speichern. So, dann können wir ja mal nach unten gehen, aber zum schneller gehen stand da auch noch nichts. So, ich wäre ready. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich, so sieht eine Musterschülerin unserer Akademie aus. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Sag jetzt nicht, wir bekommen jetzt schon das Pokémon, das Starter-Pokémon. Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns auch nach draußen gehen. Der gibt jetzt uns... Also das wäre schon nice, wenn man schon so früh die Starter kriegt. War das nicht in Ultrasonne, Ultramond nicht auch schon so? Ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich habe mal den Anfang... Anfangssequenzen da gesehen, dass man es eigentlich auch recht früh bekommen hat, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Ultrasonne, Ultramond. Wohlan, lieber Pokémon, euer Moment ist gekommen. Ja, wir kriegen jetzt wirklich den Starter. Da sind sie. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Kann ich nicht alle drei haben? Okay, Felori brauche ich jetzt nicht. Das ist Felori, das Flora-Katzen-Pokémon. Flori. Das ist Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Oh. Und zu guter Letzt hätten wir Quax, das Jungenten-Pokémon. Wah. Wir sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Okay. Nanu? Oh, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon aussitzt, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in diesem Haus drüben, in der blauen da hinten. Hast die Rückzeit, genügend über deine Wahl nachzudenken. Gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Okay. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur für eins entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Okay. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Smart Rotom, ein Handy, bewegt. Nagelneues Smartphone, ich lese dir mal das Bedienung. Oh nein, Y-Knopf, bla bla bla. Viel Spaß, danke. Okay.
Moin, moin, ihr dreien. Begib dich zum Nachbarhaus. Details? Ich kann anscheinend erst am Nachbarhaus dann sagen, wen ich nehme. Okay. Okay, das ist hier, das ist unser Garten. Sehr viele Pflanzen. Aber ja. Müssen wir uns jetzt nicht anschauen, das werden wir wahrscheinlich eher im Puppen Purpur aka Violet Let's Play machen. Und wir gehen immer noch so chillig. Ah, die drei rennen schon. Felori bleibt stehen. Was machst du da? Oh, sehr interessant. Wiese. Ja, kommt mit, ihr beiden seid eh viel relevanter. So lässt sich's leben. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Felori im Bild. Was ist denn hier drauf? Okay, hier steht anscheinend immer, welche Umgebungsstadt das hier ist. Oh, lul. Jetzt können wir rennen. Man muss halt einfach nur warten, okay. So. Dann ab zum Haus hier. Wir wollen nämlich unser Pokémon bekommen. Oh, hier hinten ist noch ein Item. Das nehme ich mal mit. Ja, also auch die Standard-Nuzlocke-Regeln findet ihr auch in der Beschreibung. Fuck. Ja, hiermit beginnt die Nuzlocke-Challenge. Beim Erhalt der von Pokebällen. Was jetzt soeben passiert ist, beginnt die Nuzlocke. Also wenn jetzt beim ersten Trainerkampf mit dem Rivalen wahrscheinlich... Vokal, was ist mit dir los? Was wahrscheinlich jetzt gleich passieren wird. Und der Starter stirbt. Dann ist die Nuzlocke schon vorbei. Okay. Okay, geht's hier rein? Hallo. Ja. Quacksat-Style. Felori ist langweilig. Okay, ist eine Katze, ist süß, aber hat nicht wirklich viel Interessantes. Und da mein Favorite, Vokal. Mashallah, erstmal die Orange oder was das immer auch immer ist, angezündet. Oh, das ist wahrscheinlich die Rivalin. Bist du die Trainerin dieser Pokémon? Nicht ganz. Noch hat sie Jordan nicht für eins der drei entschieden. Prinzipiell schon. Auf welches Pokémon ihre Wahl wohl fallen wird? Wie ich davor gerade schon gesagt habe, Kokel ist zwar mein Favorit, werde ich aber hier in Karmesin nicht wählen. Ja, darf ich jetzt aussuchen? Hier in Karmesin wird meine Entscheidung nicht auf Kokel fallen. Ja, wen will ich wohl? Gibt ja dann nur noch zwei. Sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Jordan vorstellen? Mitschüler? Hab ich's mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens... Nemila. Okay. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie. Aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbarin, lass uns doch Freundinnen sein.
Hätte ich jetzt Nein gedrückt, das wär's. Das war die einzige richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nemila ist unsere Schulsprecherin. Solltest du wissen. Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Sie ist schon Champ? Oder was? Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt. Nun sei mit deiner neuen Klassenkameradin nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut, da können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. Nun denn, Jordan. Endlich darf ich mir das Pokémon aussuchen. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Ja, es bleiben ja nur noch zwei übrig. Ich habe ja Krokel schon ausgeschlossen. Und ja, meine Entscheidung seht ihr dann in der nächsten Folge von der Nuzlocke Challenge Pokémon Karmesin. Bis zum nächsten Mal und ciao.